Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Bodies Personal Training. Wenn ihr euch heute ein bisschen wundert, wieso dass ich irgendwie mich so komisch bewege, ich habe mir übelst etwas eingeklemmt, vorher beim Zmorgen machen, irgendeine blöde Bewegung gemacht, Milch rausgenommen und ich komme nicht weiter wieso mit meinem Kopf. Also, jedenfalls geht es heute aber um ein ganz anderes Thema. Und das ist, wie man sein Füdli richtig trainieren kann. Jetzt, zuerst einmal schnell habe ich gedacht, ich zeige euch, welche Tools das meine Liebsten sind, um das Füdli zu trainieren. Folgendermaßen: grundsätzlich sind das Minibänder, können aber auch Terrabänder oder so lange Gummibänder sein. Natürlich Gewicht in Form von Kettlebells, die ihr hier hinten seht, oder auch Hanteln, Kurzhanteln wie auch Langhanteln. Finde ich, kann man am effizientesten etwas rausholen. Jetzt zu den Minibändern, vielleicht sehr schon mal schnell. Wir haben die Minibänder bei uns im Shop und das soll überhaupt keine Schleichwerbung sein. Aber ich will euch einfach schnell den Unterschied zeigen. Das ist die, die wir bei uns haben, von Blackroll. Und das sind so ein bisschen die normalen. Wir haben die absolut auch bei uns hier im Studio. Aber ich muss sagen, ich verwende immer die, wenn ich kann. Und zwar aus dem einfachen Grund. Ihr seht vielleicht, die haben so, die sind wie gewoben. Also auch hier innen sieht man sie relativ gut. Die sind mega, mega dehnbar, aber gleichzeitig unendlich robust. Die hier gehen mit der Zeit einfach ein bisschen kaputt, je nachdem, durch Wärme oder Kälte werden ein bisschen spröd und sie stinken einfach nach Gummi. Und das ist das, was ich gar nicht abbekomme. Jetzt, die hier rollen sich immer so mühsam auf. Genau, vor allem im Sommer, tut das hure weh auf der nackten Haut und es klemmt einem immer ein bisschen die Haare. Und das passiert mit denen nicht. Und darum finde ich die hier am angenehmsten. Jetzt, was ich mit dem Miniband für eine Übung würde machen, für das Gesäß, ich zeige euch einfach zwei, drei Übungen, die euch hoffentlich dann etwas bringen. Ich nehme immer Minimum ein Band, oben ans Knie und meistens nach da unten her. Jetzt wichtig zu sagen ist aber, nie auf Gelenk mit diesen Bändern. He? Ganz, ganz wichtig. Jetzt, um das Füdli hier trainieren, mache ich viele seitliche Sachen. Ihr könnt hin und zurück, ihr könnt aber auch eine ganze Länge laufen. Spürt ihr es ein bisschen intensiver, weil ihr halt immer die gleiche Seite beansprucht. Man kann auch stehende Sachen machen, wo ihr immer zur gleichen Seite geht. Und jetzt seht ihr, das ist nicht ganz so schwierig mit einem Band. Mit zwei Bändern wird es bedeutend schwieriger, weil dann nicht unten auch noch mal ein Band zieht. Ihr könnt natürlich auch stehende Sachen so machen und ein Gewicht dazu nehmen. Aber alles, was so seitliche Steps anbelangt, verreisst einem fast. Das ist meine Lieblingsübung mit den Minibändern. Ich zeige euch jetzt meine Lieblingsübung mit dem Kettlebell. Meine absolute Lieblingsübung mit dem Kettlebell ist ein absoluter Klassiker, sind Squats. Auch Kniebeugen genannt. Da ist es wichtig, nehmt ein Gewicht, das ihr euch wohlfühlt am Anfang und übertreibt es nicht. He? Es ist schon so, wir bauen das Gesäß aufbauen, indem wir einen Kraftzuwachs oder besser gesagt einen Muskelzuwachs erzielen wollen. Aber immer nicht reinschiessen. Es gibt so viele, die viel zu viel Gewicht nehmen oder auch zu wenig. Und so ihrem Körper einfach nicht gut zu tun oder nicht die Erfolge erzielen, die sie sich erwünschen. Jetzt, ich habe jetzt da mal 20 Kilo genommen. Ich stehe am liebsten in einem Sumo-Stand. Das heisst, ich habe die Zehen leicht nach außen rotiert und komme da tief und hoch. Ganz wichtig bei den Squats ist, dass ihr das Gesäß richtig anspannt und auch richtig hochkommt. Das heisst, wenn ihr tief kommt, schaut, dass ihr gerade bleibt im Rücken und jetzt das Füdli so richtig zusammendrücken. Ich sage euch eins, man kann da viel bescheissen.
Weil als Trainer kann man sich darauf achten und man sieht meistens, wie streng empfindet jemand. Aber man sieht es nicht zu 100%, eben jemand die Gesäßmuskulatur von Anfang an anspannt oder erst oben. Jetzt, wenn ihr von hinten schaut, ich hoffe, ihr seht es vom Licht her, das sieht nicht so schön aus, aber wir sind da ehrlich auf diesem Kanal. Jetzt, wenn ihr von da aus tief kommt, drückt ihr hier oben die Füllibacke richtig zusammen. Jetzt habe ich nicht von Anfang an die Füllibacke zusammengedrückt. Ich zeige euch den Unterschied. Das jetzt ist zusammendrücken. Das ist nur am Schluss. Das ist zusammendrücken. Okay? Wichtig, ihr kommt ganz oben. Füllig anspannen und wir kommen in eine neutrale Position. Das zum Squat. Für Übung Nummer 3 haben wir die Hip Thrusts. Ich nehme hier eine Langhantel, ist für mich weitaus am angenehmsten. Wir haben relativ grosse Kettlebells bei uns. Wenn ihr in eurem Studio kleinere Kettlebells habt, die gut Platz haben, um hier abzustellen, könnt ihr es auch gut mit Kettlebells machen. Ich persönlich habe jetzt hier einfach eine kurze Langhantel genommen. Ich tue auch gar kein Gewicht drauf. Ich muss das nicht forcieren mit meinem Nacken. Und probiere euch das jetzt zu zeigen. Folgendermaßen, ihr dünnt euch, also man muss vielleicht sagen, eigentlich ist ja Gewicht auf dieser Stange. Und wir euch vorstellen, da sind ja dann wie die Handelscheiben. Und ich würde euch empfehlen, die wie so über euch zu ruggeln. Dann kommen wir mit den Füßen aufgestellt, darauf setzt euch, ach mein Gott, unter den Schulterblättern ab. Ich kann es euch wahrscheinlich nicht so schön zeigen, wieso. Schauen, dass die Füße unter den Knien sind, kommen da so tief wie möglich und von da aus drauf. Schauen, dass ihr das Gesäß richtig hoch anschiebt und der Oberkörper bewegt sich mit. Ja? Nicht überstrecken. Sorry, ich kann euch nicht mehr Wiederholungen zeigen. Da ist es einfach wirklich wichtig, wie bei den Squats, dass ihr richtig arbeitet da und die Füßmuskulatur voll zusammendrückt. Bei so vielen Übungen könnt ihr mir einfach unsere Gesäßmuskeln anspannen und hättet immer ein gratis Füßtraining. Aber es ist halt ein bisschen strenger. Dann haben wir noch die letzte Übung, die ihr gar nichts dazu braucht, außer vielleicht ein Mettchen. Ihr könnt euch hier seitlich herlegen, könnt den Kopf wirklich entspannen. Das untere Bein könnt ihr angewinkelt lassen. Da ist einfach wichtig, dass die Hüfte stabil ist, dass ihr die nicht nach hinten oder nach vorne abkippt. Jetzt, wir kommen mit dem vorderen Knie am Boden. Die Ferse schauen in die Luft und jetzt schiebt ihr den Fersen von euch weg. Gut. Von da aus einfach darauf achten, dass ihr wirklich die Linie zeichnet und nicht irgendwie tief kommt und führen oder irgendwie drauf und dann strecken, sondern ihr bleibt in dieser Linie. Stellt euch vorne etwas vorstellen und kickt wie mit dem Fersen dort her, ohne dass sich die Hüfte bewegt. Ganz, ganz wichtig. Gut. Das war die letzte Übung fürs Füdli. Auch wenn ihr nicht viel Equipment für die braucht, sie wird euch so brennen. Das kann ich euch versichern. Ich hoffe, die Übungen haben euch etwas gebracht. Ihr könnt vielleicht mit diesen Tipps etwas anfangen. Wenn ja, dürft ihr das gerne in den Kommentaren vermerken. Wenn ihr sonst irgendwelche Videowünsche habt, könnt ihr das gerne kundtun. Und ich freue mich bis zum nächsten Video. Danke vielmals, habt ihr zugeschaut. Tschüss!